Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Panel 5. Wem gehört das Netz? Teil Content. Mein Name ist Petra Sitte. Ich mache in der Bundestagsfraktion der Linken Forschungs- und Technologiepolitik. Habe die Themen mal geerbt von Lothar Bisky und bin darüber mittlerweile sehr froh, weil sich mir eine völlig neue Welt erschlossen hat. Wie man sehen kann, bin ich nicht so ganz taufrisch. Und habe aber meine Aufgabe vor allem darin gesehen, im Bundestag für die Linken die Themen zu erschließen, andere Aufmerksamkeiten zu wecken und damit sowohl die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen auf diesem Feld zu treiben. Im vergangenen Jahr war ich insofern also vor diesem Hintergrund auch ganz froh, dass es die Einsetzung der Internet-Enquete gegeben hat und dass sich mit dieser Internet-Enquete eben auch eine Möglichkeit erschlossen hat. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, in welchem Umfang das gelungen ist, im Bundestag zu heiklen Fragen auch mit der interessierten Öffentlichkeit in die Diskussion zu kommen. Und ein Teil derer, die wir versucht haben, für dieses Panel zu gewinnen, habe ich dort auch gearbeitet. Das war zum einen Dr. Jeanette Hoffmann. Ich will sie kurz vorstellen, Wissenschaftlerin am Wissenschaftszentrum in Berlin mit dem Schwerpunkt Wissensordnung im digitalen Zeitalter. Wie gesagt, Mitglied in der Enquete-Kommission. Und wir waren zusammen in der Projektgruppe Urheberrecht, ne? Und sie wird jetzt eine der leitenden Wissenschaftlerinnen des neuen Berliner Instituts Internet und Gesellschaft sein, das ja auch schon Gegenstand verschiedener Diskussionen in den Zeitungen waren hinsichtlich der Beteiligung von der Firma Google. Dann Konstanze, muss ich jetzt glaube ich wirklich nicht mehr vorstellen, es wäre ein bisschen Eulen nach Athen getragen. Dr. Max Senges ist Wirtschaftsinformatiker und promovierte in der Philosophie zur Informationsgesellschaft und ist Mitbegründer von Google, des Google Collaboratory. Quatsch. hätten wir manches Problem eigentlich nicht mehr, aber okay. Und arbeitet hier in Berlin in Googles Politikteam. Ich muss immer, wenn ich hier in Berlin sage, dran denken, dass Berlin jetzt gerade hier mein Ort ist, an dem ich bin. Ansonsten habe ich nämlich den Wahlkreis Halle, Halle-Saale. Nee, ich bin Dresdnerin. Das guckt durch. Ich bemühe mich ja immer, aber es ist einfach ganz, ganz tief eingegraben. John Hendrik Weizmann hat Rechtswissenschaften in Saarbrücken, Sydney und in Trier studiert. Er arbeitet an der Universität des Saarlandes und ist seit 2006 Projektleiter Recht von Creative Commons in Deutschland. Er ist ebenfalls Autor bei iRights und arbeitet an Projekten zur digitalen Verwaltung mit. Ist das zusammengefasst so okay? Gut, dann habe ich mir gedacht, nicht alle haben Thesen eingereicht, deshalb würde ich es jetzt erstmal unseren vier Gästen freistellen, kurz etwas zu dem Thema aus ihrer Sicht zu sagen, das sozusagen mit einzuführen in die Diskussion. Und dann hoffe ich, dass ich als Moderatorin mich wirklich weitestgehend zurückhalten kann und dass relativ schnell aus dem Publikum Fragen kommen zu dieser Problematik. Es gab ja auch entsprechende, ja, konnte man ja auch auf unseren Seiten sehen, was wir eigentlich mit dieser Diskussion bezwecken, was für uns als Linke jetzt auch als Aufgabe steht, wenn wir mit diesen Themen umgehen. Okay. Dann sage ich jetzt mal, weil ich es von Konstanze direkt weiß, Jeanette direkt weiß, fang du doch einfach mal an und die anderen dann frei nach Ermessen. Okay, zur Belohnung dafür, dass ich keine schriftlichen Thesen eingereicht habe, kann ich jetzt mündlich Thesen als erste vorstellen. Ich wollte mich auf zwei Sachen beziehen, die hier zu diesem Panel angesprochen werden. Zum einen, was bedeutet Freiheit im Netz und zum anderen, was sind öffentliche Güter und wo liegen da die Grenzen der Eigentumsfreiheit? Zunächst zu der Frage Freiheit im Netz. Meine These dazu ist, dass es keine Freiheit ohne Regeln gibt und dass es immer nur um das Verhältnis gehen kann von Freiheit und dessen Reglementierung oder, wenn man es politisch wenden will, um das Verhältnis von Emanzipation und Regulierung. Und dieses Verhältnis, glaube ich, kann man nicht statisch verstehen, sondern als ein dynamisches Verhältnis. Wenn man genau hinguckt in verschiedenen Politikbereichen, wird man sehen, dass da ganz häufig Pendelbewegungen stattfinden.
Und das gilt auch fürs Internet. Die Frühphase des Internet war ein immenser Freiraum und es gab einen immensen Drive Richtung Emanzipation. Und was man zurzeit sieht, ist gerade das Gegenteil, dass die Reglementierung der Bewegungsfreiheit im Internet extrem zunimmt. Ich glaube, dass es da irgendwann wieder eine Gegenbewegung geben wird, die möglicherweise technisch angestoßen wird, vielleicht aber auch politisch. Aber generell, denke ich, geht es immer um dieses Verhältnis von Freiheit des individuellen und kollektiven Handelns und den Regeln, die diese Freiheit ermöglichen. Und das geht eben mal mehr Richtung Regulierung und mal mehr Richtung Emanzipation. Und ich glaube, das hat was zu tun mit dem Verhältnis, und da beziehe ich mich auf jemanden, der das mal schön aufgeschrieben hat, auf das Verhältnis von Erfahrungen und Erwartungen. Je höher die Erwartungen sind, desto größer ist auch der Emanzipationsdruck. Und je stärker Erfahrungen mit Freiheit das Sagen haben, desto stärker ist der Druck Richtung Regulierung. Man kann zum Beispiel sehen, dass die Freiheit, die wir im Internet am Anfang genossen haben, bei vielen zu der Erfahrung des Missbrauchs geführt hat und dass die Viren und die Internetkriminalität und was man da alles findet, in Organisationen heute zum Beispiel zu extremen Abschottungsmaßnahmen führen und die das auch völlig gerechtfertigt halten. Wenn beispielsweise individuelle Nutzer an den Hochschulen heute keine Administrationsrechte mehr haben und sogar Updates genehmigen lassen müssen, dann sagen die Sys-Admins da immer, unsere Erfahrung ist, dass alle Rechner früher oder später Viren verseucht sind und das Intranet dann auch virenverseucht ist. Aus dieser Erfahrung heraus müssen wir eure Freiräume, müssen wir die reglementieren. Das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die dazu führt, Regeln einzuführen. Aber ich glaube, dass irgendwann der Druck auf diese Regeln wieder so zunehmen wird, dass da eine Gegenbewegung kommt. So viel zu der Frage von Freiheit im Internet. Möchte schon jemand von den anderen dreien? Also mir fällt schon was ein, weshalb mich das jetzt wundert, dass du das gleich bringst. Also was die Frage der Virenfreiheit und der Administrationsrechte anbetrifft. Ich kenne das ja vom Bundestag, also ich kann da gar nichts installieren. Ich muss jedes Mal die Technikleute anrufen, weil ich eben keine Administratorenrechte habe auf den PCs, die den Zugang zum Intranet des Bundestages sichern. Aber da hatte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das mit als eines der ersten kommt, sondern ich hatte eher erwartet, dass die Frage, wer macht die Regeln und habe ich Einfluss auf die Regeln oder kann ich irgendwo ersehen, wonach diese Regeln gemacht werden? Also wenn ich jetzt Facebook, Google und Apple nehme, dann ist ja immer die Frage, wenn also die Programme dort angeboten werden, wenn ich versuche, Inhalte zu bekommen, sind die schon gefiltert? Kann ich das durchschauen, nach welchen Regeln dort gefiltert wird? Oder gibt es irgendeine Möglichkeit, Metadaten mit einzusehen und dergleichen mehr, um die Eigenschaften prüfen zu können? Also das hätte ich jetzt so eher erwartet. Was motiviert dich dazu, gerade damit anzufangen? Wie gesagt, ich habe mich auf zwei Fragen bezogen. Es sind mehrere Fragen aufgelistet und eine war, was bedeutet Freiheit im Netz? Und dazu habe ich eine These vorgestellt. Okay. Ich kann auch mal eine zweite vorstellen, aber ja, ich kann das auch später machen, wenn ihr wollt. Okay, die zweite bezieht sich auf die Frage mit den öffentlichen Gütern. Dazu habe ich mich ja auch schon verschiedentlich schriftlich geäußert. Und das will ich jetzt mal so in folgender Weise zusammenfassen. Ein öffentliches Gut in der ökonomischen Theorie zeichnet sich dadurch aus, also das ist relativ klar definiert, dass der Markt dieses Gut nicht in hinreichendem Umfang erzeugen kann oder eben auch gar nicht. Nämlich, dass eben ein Gut zu Marktversagen führt, weil die privaten Anbieter aus verschiedenen Gründen das nicht herstellen wollen oder meinen, dass das zu riskant ist oder zu sich nicht als gewinnträchtig erweist. Wissen gilt als sozusagen dem Prototyp des öffentlichen Guts. Die Herstellung von Wissen und Information führt zum Marktversagen, wenn, so sagen das die Ökonomen, dieses Gut nicht geschützt wird. Das Urheberrecht ist ein Verfahren,
um öffentliche Güter sozusagen in private zu verwandeln, indem man Ausschlussrechte formuliert. Wenn mir dieses Gut gehört, darfst du es nicht nutzen. Und das ist der Versuch, Marktversagen im Bereich öffentlicher Güter zu verhindern. Das Problem, und das sehen die Ökonomen auch, dass das Urheberrecht hier erzeugt, ist, dass das Urheberrecht zu Verschwendung führt. Verschwendung, sagen die Ökonomen, tritt dann auf, wenn ein Gut von weniger Leuten genutzt wird, als es zu gleichen Preisen genutzt werden könnte. Stellen wir uns eine digitale Datei vor, die kann vielfach kopiert werden und von gleichen Leuten genutzt, also von vielen Leuten genutzt werden, ohne dass sich ihr Wert vermindert. Das klassische Beispiel dafür ist der Leuchtturm. Jeder kann da dran vorbeifahren, jeder kann den Leuchtturm nutzen, ohne dass sich dessen Wert vermindert, und deshalb ist es ein öffentliches Gut. Man kann niemanden davon ausschließen und der Wert vermindert sich nicht, würde zu Marktversagen führen, deshalb werden Leuchttürme in der Regel öffentlich unterhalten. Also das ist das Dilemma, mit dem man es aus ökonomischer Sicht bei Wissen und Information zu tun hat. Schützt man das Gut durch Urheberrecht, erzeugt man Verschwendung. Schützt man es nicht und versucht es einfach dem Markt zu überlassen, wird es womöglich nicht in hinreichendem Umfang hergestellt. Das Beispiel dafür ist Medizin, extrem teuer in der Herstellung. Wer würde das machen, wenn es sofort kopiert werden kann? Die Frage ist, wie man mit diesem Dilemma umgeht. Das Urheberrecht geht damit in verschwendender Art und Weise um. Deshalb glaube ich, ist es kein zukunftsträchtiges Instrument, um den Zugang zu digitalisierter Information zu regeln. Wir brauchen ein neues Instrument. Das ist gegen die Industrie zurzeit schwer durchzusetzen, das haben wir alle gemerkt. Und die Frage ist, wie man damit umgeht. Langfristig, glaube ich, wird sich das ändern, weil man sieht das ja, die Nutzer kopieren und wenden sich gegen die Verschwendung. Die, glaube ich, mittelfristige Lösung sind tatsächlich Subskriptionsmodelle. Sowas wie Spotify, bezeichnenderweise gibt es das in Deutschland gar nicht, wo man für 9 Pfund oder 10 Pfund, beispielsweise in England, Zugriff auf fast alle Musikdateien hat. Das ist eine Form, womit man zumindest den Umfang der Verschwendung reduzieren kann. So wie ich mir das vorstelle, müsste man einen reglementierten Markt haben, der sozusagen die Grundbedingungen setzt, und dann könnte man sich einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Subskriptionsmodellen vorstellen, um eben die Herausbildung von Monopolen zu verhindern. Das war meine zweite These. Gut, jetzt habe ich eine erste Reaktion. Am besten, ich gebe gleich mal das Mikro rüber. Ja, ich finde die Idee des öffentlichen Guts größtenteils richtig in dem Kontext. Es gibt eine Variation davon, das nennt sich Common Pool Resource, zum ersten Mal untersucht für Fischgründe und Wasser in sehr trockenen Regionen, wo der Unterschied ist, dass es eben doch bis zum gewissen Grad Unterschiede in der Nutzung, die Qualität und die Vorhandensein dieser Ressource verändert. Und denke ich, das trifft diesen Kontext mit den Investitionsvoraussetzungen und Ähnlichem noch ein bisschen besser als das öffentliche Gut, was du jetzt vorgeschlagen hast. Es beinhaltet nämlich gerade im Kontext des Netzes eine Komplexität dieses Systems, die sehr viel höher ist, sage ich jetzt mal, als wenn man einen Leuchtturm irgendwo hinstellt. Das heißt, die Anwendung von Komplexitätswissenschaften und den Steuerungsmechanismen dabei, das heißt erstmal feststellen, es ist eine ganz andere Ressource als eine physische Ressource, und dadurch, wir brauchen neue Regeln dafür, und das hast du ja auch schon ganz schön ausgeführt, die Güter sind nicht knapp, sie sind global und man hat eine Demokratisierung der Produktionsmittel, das heißt, es kann eigentlich fast jeder, ohne irgendwelche großartigen Vorherinvestitionen getätigt zu haben, an dem Markt oder an der Nutzung dieser Ressource teilnehmen und da was dazu beitragen. Also insofern diese zwei Punkte, einmal Common Pool Resources und Komplexitätswissenschaften als Ansätze, um die Steuerungsverfahren, die Governance-Regeln zu ermöglichen im Netz. Das Ganze ist mit ziemlich viel kreativer Zerstörung verbunden. Das heißt, die alten Modelle funktionieren nicht mehr ganz so, wie sie vorher funktioniert haben. Und
Ja, das verursacht entsprechend Probleme, speziell mit den Leuten, die bisher erfolgreich Content produziert haben und das in einer Welt, in der die Darreichung dieser Wissensträger zu vermarkten war. Besonders interessant finde ich das im Kontext von zum Beispiel Open Educational Resources, also dem Versuch, Schulbücher und alles, was in der Bildung produziert wird, nach einem Open Source-ähnlichen Prinzip bereitzustellen. Da bietet sich eben so ein Dienstleistungsgedanke, den du angesprochen hast, an. Aber dafür müssten die Schulbuchverlage und die wissenschaftlichen Produzenten eben erkennen, dass es nicht darum geht, einmal was zu produzieren, sondern das dann auch zu pflegen und weiterzuentwickeln und darin ihre Kompetenz auszubauen. Einen interessanten Aspekt, den ich vielleicht dann noch als zweiten einbringen würde, ist, dass es auch eine Veränderung, wenn wir von Commons sprechen, dann sprechen wir bis zum gewissen Grad auch von einem öffentlichen Gut, wie du es genannt hast, also nicht mehr mein privates, sondern ich gebe meine Daten, ich gebe meinen Beitrag irgendwie in diesen großen Pool hinein. Ein Beispiel ist da zum Beispiel die Nutzung von Verkehrsdiensten, die über Handys ganz gut funktionieren. Das heißt, man sieht irgendwie, die Strecke ist rot, da ist ein Stau, weil so viele Handynutzer da gerade sich nicht besonders schnell fortbewegen. Die Frage ist, darf ich das nutzen, wenn ich nicht meine eigenen Daten einspiele, oder ist es eigentlich eine unfaire Nutzung von so einem Dienst? Und wie muss man sich vielleicht auch selber etwas datengroßzügiger verhalten, damit dieser neue Markt funktioniert? Also wir haben das ja jetzt gerade erlebt in der Internet-Enquete, dass es doch an der Stelle Zugang und Inhalte im Zusammenhang mit den Fragen des Urheberrechts tatsächlich auch eine Polarisierung gegeben hat. Also dass es schon eine Debatte gegeben hat, wonach man die Dinge dort verschärfen sollte. Zum einen, um den Urhebern bessere Bedingungen zu geben, also den Kreativen. Und zum anderen, wir dann diese Modelle diskutiert haben wie Kulturwertmark beziehungsweise Kulturflatrate, also vor diesem Hintergrund. Nun hat ja der Chaos Computer Club auch etwas in die Waagschale geworfen, und deshalb denke ich, wäre es vielleicht ganz gut, an dieser Stelle nochmal auf diese Variante mit einzugehen, um deutlich zu machen, dass es ja hier um Prozesse handelt. Also dass man sicher nicht davon ausgehen kann, dass an dieser Stelle lediglich durch den Gesetzgeber ein Schnitt kommt. Ja, jetzt müsste ich eigentlich sagen, bedanke mich für die Frage, aber ich würde gerne noch was anderes sagen. Zwei Sachen würde ich gerne, ich kann gerne was zur Kulturwertmark sagen. Ich finde natürlich das Denkmodell von Jeanette, wenn man diese Termini Verschwendung oder auch überhaupt über den Markt definiert, mich stört natürlich daran im Wesentlichen, dass man damit alle Kunst- und Kulturgüter diesem Markt unterordnet. Also wenn ich jetzt so höre, gerade so das Beispiel aus den Bildungsverlagen, dann fällt mir unmittelbar die Wikiversity oder so ein. Das ist natürlich auch ein ganz breiten öffentlichen Bereich gibt, wo Wissen generiert wird und wo ich mich nicht in dem zugegebenermaßen sehr kleinen Schulbuchverlagmarkt begeben muss. Also ich fände sehr ich komme aus dem Bereich der Wissenschaft, klar, und da hat man natürlich als erstes immer den Gedanken, warum muss ich jetzt diese Wissenschaftswelt und Bildungswelt auch noch dem Markt unterordnen? So. Also das, ich kann den Gedanken sehr gut verstehen, weil man, glaube ich, das Modell sehr gut nachvollziehen kann, über so digitale Güter, über Verschwendung und Markt zu reden, aber ich wehre mich so ein bisschen gegen diese Verallgemeinerung. Ich würde vorschlagen, wir können das auch so strukturieren, dass wir erstmal bei dieser Problematik bleiben. Weil die Schulbuchverlage waren neben Herrn Käse vom Springer Verlag die ersten, die bei der Anhörung des Justizministeriums zum dritten Korb zu Urheberrecht Leistungsschutzrechte verlangt haben. Und da sind wir natürlich ein bisschen im Quadrat gesprungen. Deshalb ist die Frage, ob man überhaupt sozusagen auch zivilisatorische Hintergründe und Maßstäbe mit anlegt, was den Zugang auf dieses Wissen anbetrifft. Deshalb können wir gerne in einem ersten Komplex dazu erstmal bleiben und zu diesen anderen Geschichten später kommen. Es ist eigentlich nur eine Anmerkung gewesen, die mir wichtig war. Ich mag halt nicht so gerne unter dieser absoluten Marktdominanz debattieren. Wir hatten das eben schon bei den Vorgängerpanels. Das ist also bei der anderen Frage, wem gehört das Netz, wurde es nicht um Inhalt, sondern um die Infrastruktur gehen. Da wurde auch nur über Geld und den Markt gesprochen. Und ich finde es halt ein bisschen schade, wenn man damit gewisse Aspekte ausblendet.
Aber gut, zu der ersten These von Jeanette war ich natürlich auch ein bisschen überrascht, da ging es mir so ähnlich, weil da müsste man eigentlich auch eine IT-Security-Debatte führen, weil ich glaube, hier geht es bei diesen Regularien und der Freiheit sehr viel darum, wie steht es um die Sicherheit in den Netzen, und das hat ja nicht unmittelbar mit der Frage des Contents und wem dieser Content gehört zu tun. Also mich hat das auch ein bisschen überrascht, aber ich finde durchaus natürlich, klar, eine Debatte, die wir hier führen können. Trotz allem und dem, was ich vorangestellt habe, ist natürlich die Idee der Kulturwertmark, die ich natürlich jetzt nur mal so ganz kurz umreißen kann, schon eine Idee, die auf marktwirtschaftlichen Prinzipien basiert. Es war ja durchaus so, dass wir gerade die Idee des Micropayments, was der Kern der Sache ist, nämlich die Transferierung kleiner Geldsummen vom Rezipienten direkt an den Kreativen oder Schaffenden in irgendeiner Weise, das muss man nicht unbedingt, was sind diese Wissenschaftler eigentlich auch Kreative? Naja. Das ist schon das Kernmodell. Wir haben dafür eine Menge Kritik bekommen, positive wie negative, und arbeiten gerade an der Version 09, also eine Version weiter, weil wir natürlich glauben, dass der erste Entwurf keineswegs vollständig war und wir natürlich auch gerade viele Hinweise von Juristen erhalten haben, wie man das denn in einen Gesetzentwurf ähnlichen Status bringen könnte, was gar nicht unsere Idee war. Wir sind ein Hackerclub und wollten auch erstmal gucken, wie könnte man es technisch bauen. Und letztlich auch um Marktmechanismen, wie sie existieren, und Anreize, wie sie Leute, die gerne Bücher lesen oder Musik hören, wie sie sie kennen, auszunutzen. Und wahrscheinlich wird der nächste Schritt neben der Veröffentlichung das überarbeitende Konzept sein, das technisch einfach mal zu bauen. Wir haben natürlich ein bisschen Glück. Eine ähnliche Idee wie die Kulturwertmark, die übrigens auch namentlich noch überarbeitet wird. Wir haben, glaube ich, am meisten Kritik für den Namen bekommen. Ist natürlich das Flatter-Modell, was gerade in Deutschland ja sehr populär ist. Und da könnte man sich natürlich auch irgendwie Kooperationen vorstellen, wenn man die Teile von Flatter weglässt, die wir nicht befürworten oder so. Aber ich glaube, als letzter Satz, das Wichtigste für uns war diese Gräben zwischen diesem ordnungspolitischen Abmahnwahn und dieser Ecke und andererseits dem Stellungskrieg der Kulturflatrate, die irgendwie auch seit zehn Jahren nicht aus ihrem Stellungskrieg kommen, mit irgendeiner neuen Idee zu beleben, die diese Debatte vom Fleck nimmt. Ich habe vor 7 Jahren meine Abschlussarbeit an der Uni über geistiges Eigentum geschrieben. Ich nenne jetzt mal ganz dreist so. Und ich könnte heute dieselben Argumentationslinien, also könnte das nochmal schreiben, weil sich da wirklich nicht viel getan hat. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir vorankommen. Denn ich glaube, selbst der letzte Sprallo hat mittlerweile gemerkt, dass die Tatsache, dass sich da was verändert hat mit der ganzen Generation, sag mal ab, weiß ich nicht, 45 oder 40 abwärts oder so, dass die alle irgendwie falsch sind. Das hat selbst also jeder gemerkt. Und noch weiter auf diesem Status quo rumzusitzen, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Kann ich noch einmal darauf reagieren? Also mir ging es nicht darum, den Markt auszudehnen auf alles, was Information oder Wissen darstellt, sondern eher die bestehenden Märkte umzuwandeln. Und vielleicht sollte ich noch mal erklären, warum ich denke, dass Subskriptionsmodelle das geeignete Instrument sind. Die Analogie, die mir immer einfällt, das ist, wie die Leute heute Fernsehen gucken, seitdem es eine Fernbedienung gibt. Die switchen immer von einem Kanal zum anderen hin und her. Die browsen quasi durch das Angebot, was es gerade gibt. Und wenn man sich vorstellt, wir hätten da so ein Micropayment-Verfahren, wo man für alles, was man guckt, jede Sendung, wo man mal kurz reingeguckt hat, dafür zahlen muss, das würde das Fernsehgucken das wieder vollkommen verändern. Und ich glaube, dass so wie heute viele Leute Musik hören, dass das ganz ähnlich ist. Und deshalb ist ein Subskriptionsmodell, wo man einmal für einen ganzen Monat zahlt oder sowas, das finde ich ein viel angemesseneres Finanzierungsmodell für kommerzielle Güter dieser Art. Genauso seitdem Bücher elektronisch geworden sind, ist es auch so, dass die Leute kurz in irgendwas reingucken und wieder rausgehen. Und Verfahren, die einzelne Produkte... Ja. Also ist ein Subskription, das meine ich. Ja. Also es hat ja sozusagen einen Sockel. Ja. Also deswegen nur mal hinzufügen, es ist ein Subskriptionsmodell, weil ich auch glaube, dass das funktioniert. Die Frage der Verteilung ist nur anders. Ja. Und die läuft über Micropayment. Aber es läuft schon darauf hinaus, dass ich letztlich subskribiere. Und im Übrigen, das tut man auch beim Fernsehen, wenn man die GEZ so versteht. Genau, du zeigst, das ist auch ein Subskriptionsmodell. Ja, dann sind wir uns ja einig. Da sind wir uns total einig.
Ja, und am Ende geht es natürlich bei diesen ganzen Debatten darum, dass die Urheber ausbrechen können aus dieser Abhängigkeit von der Verwertungsindustrie. Und jetzt versuche ich einfach mal unseren vierten Gast mit ins Gespräch zu bringen, weil das ist ja sozusagen die Grunddebatte, die wir führen, dass immer behauptet wird, das bestehende Urheberrecht würde am ehesten den Kreativen zugutekommen und wir aber eigentlich in der Praxis was anderes erleben, natürlich bis auf Ausnahmen für große Musiker und weiß der Geier was, also ja, in diesem Bereich mal gedacht. Deshalb einfach zu dem Modell der CC-Lizenzen. Ich weiß, dass das jetzt nicht unmittelbar miteinander zu tun hat, aber vermittelt schon. Ja, es hat insofern zu tun, als also ich finde, immer wenn das abdriftet Richtung der Markt regiert und so, das Wort Markt ist schon so belegt. Aber in der Hälfte der Fälle, wo man über den Markt redet, der wieder irgendwo eingreift, redet man in Wirklichkeit nur über Aushandlungsmodelle. Also es ist nicht wirklich der Markt im ökonomischen Sinne. Und ich fürchte, an der Aushandlung werden wir an keiner Stelle vorbeikommen. Also wir werden es auch bezogen hier auf, wem gehört der Content, wem gehört das Netz. Es wird niemals den stabilen Status geben, das Netz gehört uns allen oder das Netz gehört vier großen Firmen. Es wird, wie Janet schon sagte, es gibt verschiedene Pendelbewegungen und wie das Pendel jeweils schlägt, hängt eben davon ab, wie die Aushandlung ausgeht und wie viele Leute sich vor allen Dingen wofür einsetzen. Und die Gesellschaft kann sich eben leider nicht darauf verlassen, dass der Gesetzgeber hingeht und den fairen Kompromiss findet, auch nicht in der Internet-Enquete leider, sondern es ist sozusagen Initiative gefragt, um auszuhandeln und sei es mit den Füßen, also sei es über die Benutzung, was benutze ich, wem das Ganze gehört und wer welche Macht in welchem Bereich hat. Und das können die Menschen auch, nur sie waren in der Anfangszeit des Internet eben gewöhnt, dass es kaum Regularien gab, dass es keinen Druck gab, sich jetzt für eine oder andere Sache zu entscheiden, sondern es wurde, irgendwie war alles möglich. Und dann hat man das so für selbstverständlich hingenommen und jetzt wird das Ganze eher auf den Boden der Tatsachen gebracht, die es nach einer Zeit, die so ein System nach einer Zeit eben erreicht, dann kommt es wieder runter. Und dann geht eben diese Aushandlung los. Und das müssen wir machen. Und da, also um jetzt auf CC zu kommen, ich weiß nicht, die meisten werden es grob wissen, was es ungefähr ist. Es ist keine Alternative zum Urheberrecht. Das wird immer gerne falsch kolportiert. Es ist eine Variante, mit dem Urheberrecht umzugehen. Das basiert natürlich alles auf dem geltenden Urheberrecht. Aber es versucht, oder CC als Organisation oder das Modell versucht, einen für den Normalmenschen nutzbaren Standard, und das ist natürlich wieder eine Machtfrage, also ich gebe die Macht oder ich versuche die Macht weg von den Juristen zu nehmen und den Menschen und den Kreativen vor allen Dingen in die Hand zu geben, versucht also einen Alternativstandard zu etablieren zu dem, der das aus dem Gesetz spricht. Das Gesetz sagt, alle Rechte vorbehalten, solange es keine Erlaubnis gibt, ist hier gar nichts erlaubt, bis auf wenige Ausnahmen, die allerdings auch nicht durchsetzbar sind. Und CC versucht sozusagen auch einen Standard zu etablieren, aber eine Alternative in der Standardisierung zu bieten. Nicht im Recht, das Recht können wir ja nicht ändern, wir können aber das Recht benutzen in Form von diesen Verträgen, Lizenzverträgen und damit einen neuen Standard etablieren. Und dann können die Leute anfangen, sich zu entscheiden, will ich das eine oder will ich das andere? Also will ich jetzt die Musik hören, die ich nur nach dem Standard gesetzlichen Modell kriege oder möchte ich die Sachen hören, die nach diesem anderen Standard funktionieren? Und das ist sozusagen die Leistung, die ich auch immer gerne als die größte Leistung von CC herausstelle oder die ich auch als die größte halte, ist eben tatsächlich so eine Art Alternative geschaffen zu haben, die natürlich davon abhängt, wie stark sie angenommen ist und so weiter. Aber es gibt immerhin sowas in der Richtung jetzt mal und an dem Punkt kann jetzt eine Aushandlung zwischen diesen beiden Positionen passieren. Und ich würde sagen, also es muss vor allen Dingen auch aus der Zivilgesellschaft, auch von Parteien aus, muss da mehr auch eingegriffen werden, dass die Leute selber aktiv werden müssen. Also man muss den Leuten klar machen, ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass Steve Jobs oder Eric Schmidt oder der CCC für euch sozusagen die Kohlen aus dem Feuer holt oder euch nur das bietet, was ihr haben wollt, sondern ihr müsst auch selber sozusagen das einfordern und dann eben zur Not sagen, nee, dann nehme ich ein anderes Angebot, dann gehe ich eben weg, dann gebe ich meine Bequemlichkeit auf. Also das ist ja das Große, was man immer sagt, dieses Amazon und Google und Apple, das viel basiert darauf natürlich, dass die Leute bequem sind
und sich Dinge einfach mundgerecht geben lassen, weil es so schön einfach ist und ich spare mir auch Zeit. Ist auch verständlich. Und wenn man das möchte, ist es, wenn das sozusagen, wenn der Druck, da wegzugehen oder das Gefühl, eingesperrt zu sein in so einem System, wenn der nicht hoch genug ist, dann macht es ja auch nichts. Aber diese, man muss schon auch dann einen eigenen Schritt machen und sagen, gut, dann gebe ich meine Bequemlichkeit auf und sage, ich gehe jetzt den steinigeren Weg und installiere mir jetzt Linux oder sowas. Das sind so diese Aushandlungen, die müssen aber auch passieren, die werden nicht von selber kommen. Ich habe nochmal eine kurze Frage. Ich habe vor so 2 Jahren oder so mal, das ist eine Frage an dich, einen sehr schönen Vortrag über Creative Commons gehört und da waren sehr viele aktuelle Zahlen für den amerikanischen Markt. Ich wollte mal fragen, ob du Zahlen hast, gerade für Deutschland oder für Europa, wie viele Leute in welchen Kategorien Creative Commons aktiv nutzen. Ich kenne nicht so bei Flickr, wo man der mal sehen kann, aber hast du da Zahlen? Nee, leider, also genaue Zahlen gibt es leider immer nur in Abständen und die sind auch wirklich nicht genau, sondern die hängen davon ab, welchen Suchmechanismus man nutzt. Also es gibt ein Projekt in Singapur, die versuchen, das zu quantifizieren und auch die Fluktuationen zwischen den verschiedenen Lizenzen. Also wir sind, also das ist immer die Frage, wie definiert man ein einzelnes Werk? Es gibt halt Millionen von Blogs, die unter CC stehen. Dann kann man sagen, ist der einzelne Blogbeitrag das Werk oder der gesamte Blog? Solche Sachen, je nach Definition, schwankt die Zahl zwischen 440 und 600 Millionen Werken. Aber das ist wirklich auf alles bezogen. Und dann gibt es eben diese Unterbereiche Bilder. Im Bereich Video ist es natürlich viel weniger, weil es einfach viel weniger auch an Content gibt. Also das sind so die Zahlen, die ich im Moment habe. Es gibt aber nichts wirklich Aktuelles, vor allem nichts Genaues. Man kann immer so ein bisschen grob solche großen Nummern aufzählen, aber Genaues weiß man leider nicht. Aber kannst du noch was zu dem Vorwurf sagen? Ja, das dient eigentlich eher für Projekte, die nicht kommerziell sind, also nicht professionell betrieben werden, weil das sind auch so, also professionell im Sinne von beruflich und damit Geld verdienen im eigentlichen Sinne. Das ist ja auch so eine Debatte, die wir dazu geführt haben, dass dort immer diese Unterstellung gebracht wurde. Wenn es keine Zahlen gibt, ist das eh schon immer schwierig. Wie schätzt ihr das jetzt ein? Also wofür es genutzt wird und genutzt werden kann, das ist letztlich auch immer die Frage der Leute, die es machen. Also man kann mit CC so gut wie jedes Projekt versuchen und ob es dann klappt, zeigt sich dann. Und es ist durchaus nicht so, dass nur nicht kommerzielle Projekte damit arbeiten. Das ist beileibe nicht so. Aber diese Assoziation ist schnell bei den Leuten da. Wenn das irgendwie um CC geht, ach ja, das ist ja nur für nicht kommerzielle Dinge geeignet. Das ist aber mehr so ein landläufiger Irrtum, aber das steckt nicht unbedingt drin. Man kann durchaus auch erfolgreich Content freigeben und trotzdem ein Geschäftsmodell drauf bauen. Das geht. Und das ist aber, ob es geht oder nicht, hängt auch immer davon ab, wer es einsetzt. Also wenn jemand nicht auf die Idee kommt, wie es geht, dann passiert es eben auch nicht. Das Modell bietet einfach nur ein Werkzeug und wie ich das Werkzeug einsetze, ist dann wirklich die Hand des Kreativen, der damit was macht. Wir hören es natürlich vor allem von der GEMA. Ja, die GEMA ist ganz groß da drin, ja klar. Ja, also ich finde das Geniale in Anführungsstrichen an den Creative Commons ist ja, dass es eben auf dem bisherigen System aufsetzt. Und es ist eine Sache, sich zu überlegen, in was für einer anderen Welt könnten wir leben, mit einer Flatrate, mit der Kulturmark und ähnlichen Systemen, was wir ja im Internet- und Gesellschafts-Collaboratory auch probiert haben, einfach mal anzustoßen und zu sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo das hingehen kann. Richtig spannend finde ich aber eben die Sachen, die, sagen wir mal, kreativ das Momentane zerstören und neue Möglichkeiten schaffen, wie Creative Commons, wie Flatter, die einfach eine neue praktische Lösung anbieten und vielleicht nochmal dieses große Bild aufzumachen, wem gehört das Netz und für wen ist es da, kann ich nur einen TED-Talk und ein Buch, was jetzt von Rebecca McKinnon rauskommt, empfehlen, wo sie eben nochmal ganz klar rausarbeitet, dass das Netz für die Nutzer da sein muss und nicht andersrum für den Staat, der sich besser organisiert und eben insofern bessere Kontroll- und Organisationsmöglichkeiten hat, sondern dass jeder Einzelne von uns
dadurch neue Zugang zu Möglichkeiten bekommt. Und ich meine, meistens ist es ja so, die Leute, die hier sitzen, beteiligen sich alle schon an dieser neuen Gestaltung und die Leute, die hier auf dem Panel sitzen. Aber diese Aufklärung und die Sensibilisierung dafür, dass da eine Verantwortung mit den verschiedenen Freiheiten einhergeht, ist, glaube ich, unsere dauernde Aufgabe. Ich wollte zwei Sachen sagen. Zum einen geht es ja, glaube ich, hier nicht nur um das individuelle Verhalten, sondern auch tatsächlich darum, wie die Verwertungsgesellschaften sich da verhalten. Weil wenn Leute, die von den Verwertungsgesellschaften, also Mitglied dort sind, Creative Commons gar nicht nutzen können, ist das ja eine massive Einschränkung. Insofern bezieht sich, also das setzt dann der Verbreitung von Creative Commons doch wieder ziemlich drastische Grenzen. Klar, das ist auch wieder ein Aushandlungsprozess, wenn, also erstmal Creative Commons ist natürlich kein Selbstzweck, sondern es hat immer nur dienende Funktionen und wenn jetzt der Mainstream der Musiker zum Beispiel, die in der GEMA Mitglied sind, sich nicht dafür entscheidet, entweder auszutreten oder auf der Mitgliederversammlung dafür zu sorgen, dass die Satzung geändert wird, dann ist eben dort die Aushandlung so, dass der Status quo beibehalten wird. Natürlich wird da auch eingegriffen, da wird massiv Propaganda betrieben. Natürlich sind das keine freien Aushandlungen, sondern da wird also manipuliert ohne Ende. Aber letztlich wäre das der Weg. Man müsste sagen, die GEMA ist ja eine Mitgliederorganisation, ändert das eben, wenn sie meint, dass das gut ist und dann können das auch alle benutzen. Also das ist immer, so läuft es leider. Also wir können auch nicht das Gute quasi der Welt aufzwingen. Ja, mein zweiter Punkt war, Max hat es gerade angesprochen, wir hatten ja ein Collaboratory, da ging es darum, über das Urheberrecht mal hinauszudenken und da hatten wir Vorschläge entwickelt, die eben nicht auf dem jetzigen System aufsetzen. Die Idee da war, Verwertungs- und Persönlichkeitsrechte zu trennen, also das Recht zitiert zu werden, dass das Werk mit dem eigenen Namen verbunden bleibt, das für ewig quasi zu garantieren, aber die Verwertungsrechte kultureller Werke drastisch zu begrenzen auf ein paar Jahre und das nur auf Antrag zu verlängern. Also dass die, die wirklich ein erfolgreiches Produkt am Markt haben, von denen man erwarten kann, dass es auch in 20 Jahren noch Geld bringt, die können gegen eine Gebühr das Verwertungsrecht an diesem Werk in die Zukunft verlängern, aber ansonsten werden sie dann einfach Public Domain. Und das fand ich das Geniale an unserem Vorschlag, den wir entwickelt haben, dass in dem Fall, wenn eine dritte Partei ein Werk, das in der Public Domain ist, wieder kommerziell nutzt, dann müssen die Rechteinhaber beteiligt werden. Also dass man sozusagen dieses Verwertungsrecht auf so und so viele Jahre nach dem Tod des Rechteinhabers umwandelt in ein Beteiligungsrecht. Aber ansonsten die Verwertungsdauer radikal runterfährt und damit anpasst an das, was der Markt zurzeit ja macht, nämlich Sachen sind ganz schnell out of print. Die meisten sind nicht mehr kommerziell erhältlich. Ich glaube, so 80-90% sind nach 5 Jahren vom Markt verschwunden. Und unser Vorschlag war eben, an dieser Realität anzuknüpfen und das Verwertungsrecht dementsprechend umzuwandeln. Wir wissen alle, wir sind da an internationale Verträge gebunden. Man kann das nicht einfach durchsetzen. Aber das war sozusagen der Vorschlag, die Vision, die wir entwickelt haben. Vielleicht, dass wir direkt darauf nochmal zurückkommen, insofern als wir im Zusammenhang mit der Europeana ja diese Debatte geführt haben und jetzt die Frage verwaiste und vergriffene Werke dazu und die Dauer der Schutzfristen und der weiterverlagerten Schutzfristen ja dazu führt, dass ein Großteil des kulturellen Erbes gar nicht zugänglich ist. Und das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe, solche Bedingungen zu schaffen, dass es eben zugänglich bleibt, unabhängig davon, ob das Buch körperlich noch da ist. Ne? Und insofern gibt es natürlich auch unterschiedliche Modelle, die das sich vorstellen. Also dieses Projekt in München, da ist ja sozusagen die Kritik eigentlich auch von unserer Seite. Natürlich haben wir im öffentlichen Raum kaum jemanden, der so viel Geld aufbringen kann, aber andererseits, zu welchen vertraglichen Bedingungen geschieht das? Was bedeutet das für die Perspektive, für den Zugang zu diesen Modellen? Vielleicht Max einfach mal zu dieser Problematik. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wo in welche Richtung der Stoß jetzt ging. Also wenn es darum geht, dass der Vertrag nicht öffentlich ist und dass die
also ich denke, das ist, sagen wir mal, wenn man das Ganze auf einem internationalen, auf einer internationalen Ebene sieht und wir natürlich mit ganz vielen verschiedenen Partnern da verhandeln, wäre es, glaube ich, nicht besonders sinnvoll oder aus Sicht des, der Digitalisierungsinitiative nicht sinnvoll, das öffentlich zu machen, weil dann gibt man ja jeweils immer die beste Option sozusagen aus der Hand. Und insofern ist es, denke ich, einfach eine normale marktwirtschaftliche Geschichte, dass man, dass man solche Verträge geheim hält. Ja, das zum einen, den anderen Punkt, den ich ganz wichtig in dem Kontext von diesem Google Books Projekt finde, ist, dass alle Bücher, auf denen kein Urheberrecht mehr ist, die auch in die Public Domain gehen. Also insofern gibt es verschiedene Restriktionen für die unterschiedlichen Werke, die da, wo das noch nicht geklärt ist, aber alles, was Public Domain ist, ist auch Public Domain in Google Books. Ich erwarte jetzt auch Meldungen aus dem Publikum, Matthias. Ich möchte nicht widersprechen, was deine Begründung angeht, weil ich sie für falsch halte und weil sie ins Irre führt, aber ich möchte konstruktiv beifügen, dass jeder zum Beispiel auch über Google durch die Wahl von entsprechenden Suchbegriffen wie zum Beispiel Google Digitization Contract den Volltext von den entsprechenden Verträgen einsehen kann, und zwar in den Ländern, die ein starkes Informationsfreiheitsgesetz haben, Hint, Hint, Panel Nummer 2, von heute, das heißt in Großbritannien, der Uni-Bibliothek Chicago und anderen, sind diese Verträge öffentlich einsehbar, weil die staatlichen Einrichtungen gezwungen waren, sie zu veröffentlichen. Die entsprechenden Verträge aus Deutschland gibt es so nicht. Was lustig war, dazu führt, dass die Verträge natürlich, wie du sagst, schlechter sind aus Sicht der öffentlichen Einrichtungen. Das hat inzwischen auch BKM gemerkt und versucht da jetzt wieder nachzuverhandeln. Als Bundeseinrichtung, wie gesagt, müssten Sie es dann irgendwann auch veröffentlichen. Es sei denn, Google beruft sich sogar dann auf Geschäftsgeheimnisse. Ich würde euch anraten, das nicht zu tun. Ist noch was zu ergänzen? Es ist vermutlich dazu aus deiner Sicht auch alles gesagt. Was wir für wichtig halten, ist nochmal anzusetzen, auch an dem Punkt, den Jeanette angesprochen hat, und das war ja auch Gegenstand der Diskussion in der Internet-Enquete, wie geht man mit den Schutzfristen um? Wie kann man also Inhalte schneller dem Zugriff öffnen? Und vor allem, wie kann man auf europäischer Ebene versuchen, also da gibt es ja jetzt Ansätze, eine Regelung zu treffen, die das sozusagen öffnen und diesen schwerfälligen Prozess beschleunigen. Also das war auch Gegenstand der Empfehlung der Enquete-Kommission. Insofern, die Empfehlungen sind ja alle furchtbar geduldig, aber ist das natürlich schon ein Ansatzpunkt. Was mir eigentlich auch wichtig ist, wir haben uns ja vorher vor dieser Runde auch nochmal unterhalten, und das würde ich jetzt auch gerne nochmal ansprechen, in diesen Debatten Zugänglichkeit zu Inhalten fokussiert sich ja immer sehr viel auf Apple, Google und Facebook. Und da gibt es viel Kritik und zum Teil auch Ablehnung, aber eben umgekehrt auch die Diskussion, inwieweit sind denn die Inhalte tatsächlich auch noch zugriffsfähig, komme ich direkt auf Inhalte oder werden die gefiltert? Und da ist für uns also auch nochmal steckt eine gesellschaftliche Debatte dahinter, weil wir eben sagen, da haben wir eher Kritik bzw. Befürchtungen, weil nicht alle Nutzerinnen und Nutzer bzw. Prosumer, sage ich jetzt mal, so reflektiert sind, so bewusst sind wie jene, die zu Digitalkonferenzen gehen. Vielleicht, dass wir in dieses Thema auch nochmal einsteigen, weil das so, ja auch, wie du in deinem Buch geschrieben hast, die Datenfresser oder Stallman von Netzmolochen spricht, ja geradezu auch nach Öffentlichkeit schreit. Ich könnte ja schon wieder sagen, bedanke mich für die Frage, aber ich würde gerne noch was zu dem davor kurz sagen. Darf ich?
das lässt du beim nächsten Mal weg und machst es einfach. Ich will nicht die Sonne bohren machen, aber eine Sache würde ich natürlich schon gerne noch zu den Schutzfristen sagen, bevor wir gerne mal zu der anderen Seite dieses Contents kommen können. Was mir auffällt, ist, dass alle diese Modelle, ob es die Kulturwertmark ist, die Ideen, die er nicht gerade noch vorgestellt hat, oder auch die Kulturflatrate, jeder, der so ein bisschen progressiv denkt, hat sofort die Schutzfristen im Blick. Wenn man sich aber vorstellt, man nimmt sich sozusagen das heutige typische Gebaren des Marktes her und nimmt sich diese zeitlichen Fristen, die wirklich heute bis zu einer Verweisung des Marktproduktes sozusagen führen, dann hätten wir eine echte Revolution. Wir haben seit Dekaden die schrittweise Verlängerung der Schutzfristen, die jetzt ja bald irgendwie beim Jahrhundert angekommen sind. Und das wäre natürlich ein ganz radikaler Schnitt, aber wir müssen es einfach nur fordern. Ich glaube ja da fest an diese, steht der Tropfen höhlt den Stein Strategie. Das ist eigentlich allen Modellen gleich, dass jeder, der also irgendwie in der digitalen Welt angekommen ist, weiß, dass diese Schutzfristen fallen müssen, weil wir schlicht die digitale Allmende verlieren für einen bestimmten Zeitraum der digitalen Welt. Zu dem anderen, wolltest du? Ich möchte auch nicht die Stimmung drücken, aber nächste Woche kriegen wir höchstwahrscheinlich die Verlängerung der Schutzfristen auf Tonaufnahmen über die EU. Also Coreper wird wahrscheinlich die Verlängerung auf 70 Jahre beschließen und auf 70 Jahre statt 50. Und also der Zug geht im Moment in die ganz andere Richtung. Also vielleicht ist das mal die Zukunft, aber im Moment sehe ich gerade genau das Gegenteil. Also leider. Wollen wir Jens mal ein Mikro geben? Das Problem, ich glaube, das Problem, was wir schon damit schaffen, ist, dass wir Eigentumsrechte, Assets, also wir kreieren damit Werte, die Unternehmen, auch wenn sie was verkaufen, selber sich verkaufen oder an der Börse notiert werden, da werden Werte geschaffen und von denen kommt man einfach nicht mehr runter. Und wenn sie dann auch noch auf der internationalen Ebene angesiedelt sind, ich bin Politikwissenschaftlerin, ich habe immer gedacht, internationale Verträge, die regulieren Verhalten und sind irgendwie im Grunde positiv. Im Urheberrecht würde ich sagen, da versteinern wir in einem Umfang und wir kommen da nie wieder runter. Das ist das Problem. Wir entziehen sozusagen Problemlagen der demokratischen Selbstverwaltung von Gesellschaften durch internationale Verträge. Das ist das Grauenhafte. Und die werden abgesichert durch allerlei marktförmige Institutionen, die quasi festschreiben für immer. Weil es eben wirklich ökonomische Werte werden. Und dann ist auch egal, ob sich da eine ganze Population dagegen wendet und die alle unterläuft. Aber das ist doch das Entscheidende an der Sache, finde ich. Bei diesem interessanten Panel würde ich ganz gerne eine Frage am Ende meiner 2 Minuten stellen, die direkt damit anfangen, jetzt darauf zu antworten, weil es ist ja nicht nur so, also diese Abstrusität internationaler Verträge oder generell internationaler Marktwirtschaft, die wird ja immer deutlicher und vor allen Dingen gibt es ja eine internationale Zivilgesellschaft, die das schon längst ignoriert. Also ich finde es ja nett, dass ihr da auf dem Podium immer nur die positiven und legalen Beispiele jetzt genannt habt und dass wir hier nicht über den Kinofilm reden, der gestern in den USA rausgekommen ist und den die Hälfte hier in diesem Raum sich schon runtergeladen hat und so weiter. Also die faktische Gesamtrealität, ich nenne jetzt mal den grauen Markt, noch dazu nehmen, dann haben wir ja schon ein ganz anderes Bild. Aber es ist wichtig, dass wir hier positiv und legal und positive Veränderungen der Gesellschaft reden. Und meine Frage wäre jetzt, wir reden immer so im Sinne von Derrida, so wechselseitige Logik der Supplementierung. Ja? Wir haben ein anarchisches Netz und wir haben eine Gesellschaft, die kommt von irgendwoher. Ja, die hat jetzt, da können wir jetzt über die letzten 50 bis 100 Jahre, haben wir da ein gewisses Bild von dieser Gesellschaft, eine Realität. Und jetzt ist die Frage, wir machen es immer so, wir haben dieses anarchische Netz, was sich immer mehr verändert und dann machen wir was und dann werden wir reguliert und dann finden wir wieder was, wo wir es wieder unterlaufen und dann werden wir wieder reguliert und das ist diese Supplementierung, diese gegenseitige. Ja? Das ist natürlich ganz schön und gut. Dann, wenn man noch Foucault dazu nimmt, kann man sagen, dass es natürlich nie gerecht ist, weil es da genügend Macht gibt, die sich eben ungerecht verteilt, trotz eines Ansatzes irgendwie reinzugehen, von jedem gerecht. Aber ich versuche jetzt zur Frage zu kommen. Nämlich, warum denken wir eigentlich die ganze Zeit nur über das Netz nach? Weil wir arbeiten uns daran ab, unser anarchisches Netz an eine spätkapitalistische Gesellschaft anzupassen, die in diesem Angleichungsprozess uns Kompromisse reinwirkt, die von einer positiven, legalen
Vision einer Gesellschaft ja eben vollkommen abfällt. Das ja, heißt, Jens, was ich damit sage ist, warum wir sollten aufhören, über das Internet nachzudenken. Wir sollten als Internetaktive mal darüber nachdenken, was wir überhaupt für eine Gesellschaft wollen und etwas gesamtgesellschaftlicher werden. Und damit möchte ich jetzt nicht in London die Riots oder sonst was kommen. Es gibt eine faktische Gesellschaft, spätkapitalistische Gesellschaft, die sich überholt hat. Und ich weiß gar nicht, warum wir uns an der abarbeiten als Internetaktivisten. Ja, natürlich können wir jetzt eine generelle gesellschaftliche Debatte führen. Jens, da wird dir niemand widersprechen. Der Punkt ist aber, warum wir darüber, ne, ist doch so. Aber der Grund, warum wir darüber nachdenken, ist, glaube ich, einfach schlicht, weil die meisten Leute schon wissen und wollen, dass sie diejenigen, die kreativ sind und die Wissen schaffen und Werke schaffen, auch gerne auch in Geld entlohnen wollen. Und darüber grübeln wir, um wie man auch die Netze benutzen kann, um das zu tun. Worüber ich nicht mehr grübeln will, ist, wie ich sozusagen die dazwischen steckenden Maden irgendwie noch durchziehe. Das ist mir ganz egal. Ich möchte sozusagen die Verbindung zwischen dem Kreativen und Rezipient auch technisch wieder besser unterstützen. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist alles irgendwie für eine spätkapitalistische Gesellschaft von heute, ja. Kreativ Schaffenden und dem Rezipienten. Es gibt also Filter und diese Filterarbeit ist nämlich auch eine Arbeit, ist eine Drecksarbeit. Ja? Die muss auch irgendjemand machen und ohne die funktioniert es nämlich auch nicht, weil wir sonst die Welt nicht geregelt kriegen zusammen. Und jetzt dieser Angriff dann von wegen jetzt mit Google und von wegen München, ich muss nur sagen, es hat ja keine zivilgesellschaftliche oder staatliche Organisation geschafft. Ja? Also ich meine, dann kann man jetzt natürlich sagen, ich bin ja der Letzte, der pro Google regelt, wie man im Großen und Ganzen weiß, aber ganz ehrlich, ich meine, wenn wir irgendwo zwischen Individualisierung und Sozialisierung von Information, weil darum geht es ja in diesem Informationsgelaber, was wir die ganze Zeit machen, wenn wir hier mal eine neue Balance zwischen Individualisierung und Sozialisierung von Informationsbesitz und Zugang hinbekommen würden, und zwar frei von dieser Gesellschaft, an der wir uns abarbeiten. Das wäre mal was ganz anderes als diese, jeder Frontkampf ist super, ja, aber Dritter Korb, TMG, wie auch immer der ganze Mist heißt, aber das ist der falsche Kampf, wenn er ohne eine Vision geführt wird. Das ist ein visionsloses Abarbeiten an den falschen Feinden. Ja, ja. Wir haben alle keine Visionen, außer du, Jens, kommt, das wissen wir doch. Aber das ist jetzt genau diese Art, wenn sie nicht passt. Doch, dafür sitzen wir ja hier, um über diese Dinge zu diskutieren, auch wenn es konfrontativ ist. Niemand hat eine Idee oder eine Vision für die Zukunft, außer man muss die gesamte gesellschaftliche Ordnung überwinden. Mich ödet das einfach an, weil ich natürlich einfach, letztlich ich lebe in der Welt, die wir sind und ich versuche dafür irgendwie tolle Lösungen mit anderen zusammen zu entwickeln und so. Das kann man natürlich sagen, ihr habt alle keine Vision. Ich finde das eher eine Podiumsbeleidigung als einen konstruktiven Beitrag. Also ich wollte kurz dazu, euer persönlicher Streit sei dahingestellt, aber also erstens glaube ich, Totgesagte leben länger, was die spätkapitalistische These angeht. Wir werden vielleicht was ganz anderes kriegen, was aber auch letztlich sowas ist. Das ist jetzt, glaube ich, eine Unterstellung. Das ist einfach eine andere Debatte. Also ich glaube, man denkt und debattiert an den Menschen vorbei, wenn man versucht, es immer wieder von unten aufzudröseln, das ganze Ding. Also natürlich kann man sich die Zukunftsmodelle auch gesamtgesellschaftlich zurechtlegen, aber das ist einfach ein anderes Feld. Wir arbeiten jetzt hier, oder unsere Fragestellung ist halt jetzt an dieser Oberfläche, wo der ganze Unterbau dir jetzt schon nicht mehr gefällt. Aber deswegen muss die trotzdem laufen. Es können ja andere Leute das andere gerne machen. Aber mein Ansatz ist auch eher, ich bin eher so jemand, der versucht, mit dem, was da ist, was zu machen und von dem Punkt auszugehen, uns zu verändern, anstatt unten den Stecker zu ziehen und zu hoffen, dann kommt was Schönes Neues bei raus. Naja, ich finde es ganz lustig, Jens, du bist ja sehr flexibel in deiner Argumentation. In der Urheberrechts-Ohu, erinnere ich mich, hast du uns genau das Gegenteil vorgeworfen, nämlich, dass wir uns nur mit Visionen beschäftigen und nicht mit dem praktischen Umsetzen derjenigen. Und das war ja der Ansatz eigentlich in dem Collab, dass man mal überlegt, okay, wo soll die Reise hingehen und dann in einem zweiten Schritt wirklich in die konkrete Umsetzung geht. Und das ist eben der Punkt, der sehr viel schmerzvoller ist, weil man es aushandeln muss. Und
Der Stefan Herwig zum Beispiel war mit in dem Collaboratory, war nicht der Meinung, die diskutiert wurde, die dann auch als ein Teil mit von so einer Vision rausgekommen ist. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass es verschiedenste Interessen gibt und verschiedenste Perspektiven daraus. Und deswegen geht es nicht so schnell, wie du dir das vielleicht vorstellst. Okay. Also ich finde das sehr, sehr interessant, wie sehr die Debatte eigentlich, also jetzt nicht nur diese Debatte, sondern auch die, die davor kam, von den wirklichen Bedürfnissen von Kreativwirtschaft abgehoben ist. Wir haben verschiedene Geschäftsmodelle skizziert bekommen, die mittlerweile irgendwie 5, 6, 8 Jahre Zeit gehabt haben, sich durchzusetzen. Ich finde zum Beispiel Creative Commons ist ein super geiles Lizenzierungsmodell, welches wir uns ganz genau anschauen sollten, wenn es um die Weiterentwicklung des Urheberrechts geht. Ja, aber die Frage ist trotzdem, dass wir, wenn wir kreativwirtschaftlich tätig sein wollen, ja, dann brauchen wir irgendwann, ich sage mal, eine Finanzierung in dem Fall und Leute, die diese Finanzierung übernehmen. Und wir brauchen auch irgendwann ein Return of Investment für die Leute, die Finanzierung übernehmen. Ja. Und zum Beispiel Spotify, was Sie ja gebracht haben, Frau Hoffmann, als Argument, als mögliches Subskriptionsmodell. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei zu recherchieren, wie viel Spotify eigentlich an pro Streamer ausschüttet. Ja, weil mir ist es in den letzten 2 Jahren nicht gelungen, das zu recherchieren. Und, aber es sieht derzeit danach aus, als dass das Return of Investment für die Kreativen nicht ausreicht. Und ich finde das ganz toll, wenn zum Beispiel der CCC auch eine Eingabe macht mit der Kulturwertmark. Aber auch da wird wieder gezeigt, dass man leider nicht ganz verstanden hat, was denn wirklich Kreative dann brauchen, wenn sie über einer gewissen Hobbyschwelle in Anführungsstrichen tätig sein wollen. Und das ist das große Problem. Und ich finde, wie gesagt, diese Debatte schwebt gerade 3 Meilen über einer Realität, die da heißt, ab irgendeinem gewissen Level of Commitment, wenn man kreativ tätig sein möchte, unabhängig davon, ob man einen Film machen möchte oder Musik oder ein Buch schreiben möchte, brauchen wir eine Finanzierung. Und wir brauchen auch Zwischenstationen, die das machen. Und deswegen fand ich es auch nicht gut, was Sie gesagt haben, Frau Sitte, dass man sagen konnte, wir müssen die Verwerterrechte beschneiden in dem Falle, weil es hilft einfach nicht zu sagen, okay, das ganze Geld muss zu den Urhebern, weil das ist zwar eine schöne sozialromantische Vorstellung, aber leider haben uns die letzten 8 Jahre im Netz gezeigt, dass Selbstvermarktung ein extrem hartes und undankbares Brot ist. Ja, ja. Ja, also von dem Investment an Zeit, was man da rein investiert und so weiter. Und das ist halt das Problem. Und nochmal, ich komme aus der bösen Musikwirtschaft, in Anführungsstrichen, habe ein kleines Label mit 4 Mitarbeitern, noch 4 Mitarbeiter. Und wir sind für jedes Geschäftsmodell zu haben, welches Wertschöpfung verspricht. Ja? Nicht nur für uns, sondern für unsere Kreativen. Ja? Und natürlich brauchen wir dann eine gerechte Aufteilung. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber bisher habe ich, und das finde ich schade, heute noch kein einziges Modell gehört, dem ich diese Wertschöpfung zutraue. Und das ist das große Problem. Und ich finde, darüber müssen wir sprechen, weil natürlich können wir über Schutzfristen sprechen. Ja, aber ich glaube, dass viele Werke, die 50, 60, 70 Jahre alt sind, auch deswegen oder auch meinetwegen auch nur 10 Jahre alt, deswegen vom Markt verschwinden, weil sie vielleicht nicht mehr nachgefragt werden. Ja, aber wichtiger ist doch in dem Falle, um eine Gesellschaft kulturell weiterzubringen, die Produktion auch neuer kreativwirtschaftlicher Werke und kultureller Produkte. Und ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, ich sage mal, einer funktionierenden Kreativwirtschaft diesen Boden zu entziehen, ja, dann werden wir nämlich möglicherweise die Produktion neuer Werke unterbinden. Und ich glaube, wir sind genau in dieser Phase drin. Dazu ganz kurz, also das, über das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren der derzeitigen Kreativwirtschaft kann man auch sehr unterschiedlicher Meinung sein. Also es gibt verschiedene Definitionen, was Funktionieren ist in dem Fall. Und ich bin auch der Meinung, dass die Intermediäre, also die den ganzen Laden sozusagen wirtschaftlich am Laufen halten, auch viel zu oft und viel zu strikt totgesagt werden, nach dem Motto, die braucht man nicht mehr, das ist alles überflüssig, heute macht das jeder selbst, das ist auch Blödsinn. Aber ist wirklich so. Aber das heißt noch lange nicht, dass man nicht an diese Fristengeschichte zum Beispiel rangehen kann. Was ja gemacht wird, ist, es werden bestimmte Alternativmodelle bewusst blockiert von denjenigen, die im Moment dem bestehenden Modell angehören. Und das ist einfach ein Reflex, den verstehe ich auch nicht. Also da kann man dann auch nicht sagen, ja, dann zeigt uns doch mal das, was funktioniert. Wenn verhindert wird, dass irgendwas anderes entsteht, dann kann man nicht zeigen, was funktioniert. Und
da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und deswegen, ich kann die Kritik, also ich weiß ja, wo das herkommt bei dir, dass du auch diesen Erfahrungshintergrund hast, aber irgendwie so richtig valide finde ich es nicht. Ja, will nur zu meiner eigenen Ehrenrettung sagen, natürlich haben wir nicht schwarz-weiß gemalt, sondern es geht sehr wohl darum, Wege zu finden, wie praktikable Modelle entwickelt werden können, nicht gegeneinander, sondern auch durchaus ergänzend, sowohl in Bezug auf Nutzer als eben auch auf Kreative, um sozusagen aus dieser Polarisierung herauszukommen. Bloß mal um der Unterstellung böse Verwertungswirtschaft. Natürlich gibt es da durchaus Differenzierung, die wir auch diskutiert haben, aber ich muss hier natürlich ein bisschen provozieren. Ich habe noch eine Frage. In Bezug auf, was an einigen Punkten gerade durchklang, Bezahlung kreativer Arbeit auf der einen Seite und diesem Spannungsfeld so ein bisschen zwischen ja, einerseits restriktiven Copyrights, was eine Variante dafür wäre, wofür Copyrights ja ursprünglich auch da waren, die aber de facto ja, durchaus regelmäßig unterlaufen werden. Und auf der anderen Seite, naja, wie machen wir es, wenn wir es nicht mit restriktiven Copyrights machen? Wie machen wir es, wenn wir es mit Creative Commons machen? Wie kriegen wir das dann wieder rein? Selbstvermarktung etc. Also dieses in Bezug auf diese Debatte wollte ich mal eine etwas andere Sichtweise aufmachen und zwar darauf hinweisen, dass unter dem Stichwort Crowdsourcing ja bekannt ist, wie viel in Freizeitarbeit tatsächlich am Mehrprodukt erwirtschaftet wird, regelmäßig. Ob das Beispiele sind, was tatsächlich Wikipedia, was größtenteils in Freizeitarbeit entstanden ist, auch an Entwicklungshilfe leistet. Ja, gibt es Untersuchungen dazu, als auch wenn man guckt, was im Open-Source-Bereich irgendwie nicht, es ist der größte Teil sozusagen, es ist sicher nicht, aber man kann angucken, was im Open-Source-Bereich tatsächlich auch in Freizeitarbeit passiert, etc. und was da mehr Produkt rauskommt. Und wenn ich jetzt tatsächlich mal die Debatte aufnehme, so, was ist die Vision? Dann kann ich ja sagen, okay, das alte Marxische Zitat, ja, vormittags fischen, nachmittags lesen, abends irgendwie nochmal das und das machen. Vielleicht ist es tatsächlich ja der Weg zu sagen, für kreative Arbeit, vielleicht, was haben wir denn für ein Bild von einem 40-Stunden-Tag? Ja, den wir komplett dann auch so bezahlt haben möchten und den wir als Ideal auch so haben wollen. Vielleicht ist es ja durchaus richtig zu sagen, für die Masse der Leute ist es für die kreative Arbeit das Richtige, das nebenbei zu machen und für diejenigen, die es Vollzeit machen, ja, für die brauchen wir dann vielleicht andere Finanzierungsmodelle im Sinne von, dann muss Kunst halt an der Stelle genau wie Bildung staatlich finanziert werden. Dann geht es dann nicht um den Markt, dann ist vielleicht der Markt der falsche Ansatz für kreative Varianten, ja, als auch für wissenschaftliche Arbeit, sondern für den Teil, der nicht in der Freizeit passiert, der irgendwie Vollzeit ist, braucht man dann vielleicht genau diese Schlussfolgerung. Selbst die Statue, die man hinstellt, die man als Bildhauer gemacht hat, da macht man auch nicht einen Zaun drum und wundert sich nachher, wenn man Eintritt nimmt, weil man die als Markt sozusagen refinanziert haben möchte, wenn es nicht klappt, weil die Leute über den Zaun springen. Jeanette hat es vorhin gedrängt, was zu sagen. Jetzt, das bezieht sich nicht auf den letzten Beitrag. Ich wollte einmal noch mal was zu den Visionen sagen. Ich denke, das, was wir da in dem Collaboratory entwickelt haben, ist eine Vision. Und ich lege deshalb auch Wert auf sozusagen den rechtlichen Rahmen, weil als Demokratin muss man sich auf Regeln verständigen, die für alle gelten. Sonst kann man irgendwie nicht kollektiv zusammenleben. Was ich aber auch finde, ist, dass die Regeln so sein müssen, dass man die auch wieder rückholen kann, wenn die sich als nicht sinnvoll erwiesen haben. Und im Urheberrecht ist das faktisch unmöglich. Ich habe gestern noch mal gelesen in einem Beitrag, da sagte jemand, das Urheberrecht und das Patentrecht, das sind die evidenzfreien Zonen. Ganz egal, was da für Zahlen ermittelt werden. Es ändert nichts. Die Rechte werden immer mehr ausgedehnt. Und dieses Beispiel jetzt mit Spotify, wir wissen, dass bei den Streaming-Diensten mit der Abrechnung allerlei im Argen liegt. Das bezieht sich nicht nur auf Spotify, sondern auch iTunes. Die legen alle nicht ihre Zahlen offen. Wir wissen nie, wie viel welcher Song runtergeladen wird. Und es kommt bei den Künstlern in der Regel auch nicht an. Das ist ein Problem. Deshalb habe ich auch vorhin gesagt, ich stelle mir vor, dass es schon ein regulierter Markt sein muss, wo so Grundbedingungen wie Transparenz über wie oft werden Songs tatsächlich gehört und wer kriegt dafür was, da brauchen wir Regeln, die es jetzt nicht gibt. Aber deshalb gleich ein ganzes Modell vom Tisch zu wischen, sorry, das finde ich irgendwie nicht hinreichend. Das ist einfach anekdotisch, was Sie da sagen, aber aus meiner Sicht spricht das nicht gegen die Sinnhaftigkeit solcher Subskriptionsdienste. Was wir, glaube ich, brauchen, sind verschiedene Möglichkeiten und die müssen irgendwie experimentell gegeneinander gestellt werden, um zu sehen,
was erweist sich als sinnvoll bei, auf der einen Seite für die Künstler, wo kommt da was an, und auf der anderen Seite auch für die Nutzer, dass man eben dieses digitale Zeitalter auch wirklich mit verschiedenen experimentellen Modellen vorantreibt. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Dann wollte ich noch sagen, was glaube ich bei allen inzwischen klar ist, dass kollektive Verwertungsformen in einem sich globalisierenden Markt die einzige richtige Antwort sind. Und dass Subskriptionsmodelle sind sozusagen die Gegenseite davon. Wir brauchen halt nur Verwertungsgesellschaften, die nicht mehr einfach nur als Blackbox sich selber nach außen hin gerieren, sondern die einigermaßen transparent sind, die die Nutzerseite auch repräsentieren und demokratischen Gepflogenheiten entsprechen. Dann gebe ich noch mal ins Publikum. Ich ja gehöre auch zur bösen Verwerterwirtschaft, vertrete die Independents in Deutschland, das ist der VOT, manche werden das kennen. Ich frage mich, um direkt auf Frau Hoffmann zu reagieren, es gibt ja eine Menge evidenzbasierte Untersuchungen, wie gut Abo-Modelle funktionieren oder nicht. Also, und würde man auf so ein Podium hier jemanden bitten, der in solchen Modellen seine Werke vertreibt, dann würde der auch Abrechnungen mitbringen können und vorzeigen können. Im Moment bewegt sich das, die Vergütung für Spotify, um mal eine Zahl in den Raum zu stellen, für einen Stream pro Track bei 0,00001 Cent. Was nicht schlimm wäre, denn man könnte ja viele Abo-Modelle auf den Markt bringen und insgesamt würde sich das dann aufaddieren, aber es stellt sich die Frage, und hier hätte ich gerne mal wirklich mal Evidenz, inwiefern substituiert sich die eine Nutzung mit der anderen Nutzung und kriegen wir es hin mit einer solchen Idee, staatlich übrigens professionelle Kunst vom Staat zu finanzieren, ist ein bisschen schwierig, finde ich. Auch in der Demokratie schwierig, auch in anderen Staatsformen noch schwieriger. Kriegen wir es hin, über solche Ideen, über solche Modelle im existierenden Urheberrecht, vielleicht sogar mit herabgesetzten Laufzeiten des Urheberrechts, tatsächlich das, was wir professionelle Kunsterzeugung kennen, zu finanzieren oder nicht? Das, was ich momentan sehe, ist, deutet darauf hin, wahrscheinlich eher nicht. Und wenn sich nicht finanzieren lässt, professionelle Kunstproduktion, dann müssen wir im nächsten Schritt, wenn wir sowas umsetzen, was ich gar nicht so doof finde, müssen wir darüber nachdenken, ob der Staat nicht doch eingreift und finanziert. Nur, was finanziert der Staat dann? Wer entscheidet darüber, was ist professionelle Kunst und was nicht? Und da sind wir dann an einem gefährlichen Punkt. Deswegen frage ich mich, ob wir nicht doch darüber nachdenken müssen, eine Wertschöpfung, die über die reine Return on Investment hinausgeht, auch möglich zu machen und auch eine Durchsetzung von Rechten, wie wir sie haben, vielleicht mit kürzeren Laufzeiten, dann wirklich sicherzustellen. Und diese Durchsetzung haben wir im Moment nicht sichergestellt, nicht für 10 Jahre, nicht für 50 und auch nicht für 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Also völlig wurscht, wie lange die Laufzeiten sind, solange wir nicht durchsetzen können. Dankeschön. Also ich mühe mich natürlich auch damit ab, darauf eine richtig gute Antwort zu finden, weil ich natürlich einmal, also ich bin ja auch ein Kreativer und habe sozusagen auch mit der anderen Seite zu tun, und wenn ich mir also die verschiedenen Modelle, die Visionären, die es gibt, also auf meinen konkreten Fall vorstelle, dann weiß ich, wird schwierig mit der Finanzierung. Allerdings gibt es natürlich auch positive Beispiele. Also ich kenne 2 Menschen, die leben von Flatter, also die leben von den Bezahlungen von Flatter, was jetzt vor 2 Jahren wahrscheinlich als absolut utopisch hätte denken wollen. Na, natürlich gibt es auch noch die großen Beispiele, die immer jeder kennt, Nine Inch Nails und Cory Doctorow. Natürlich, also die kann man immer nennen, wobei die sich ja eher sekundär finanzieren, also weniger direkt über diese die Werke, die sie schaffen. Andererseits, dann denke ich auch wieder, also ich bin Wissenschaftler. Ich bin nicht profitabel, ja. Also ich werde subventioniert dafür, dass ich denke, dass ich schreibe, dass ich andere Leute ausbilde. Ja, insofern will ich das auch wieder nur diesem Kommerz unterordnen, nur weil es sich nicht bezahlen lässt. So, da habe ich so meine Schwierigkeiten mit. Aber natürlich, die Antworten werden wir finden müssen. Und genau, genau. Ja. Deswegen also, finde ich so ein Modell wie Flatter und andere, die kommen werden, Kachinkel kann man, glaube ich, auch schon als Beispiel, und Spotify natürlich nehmen, finde ich deshalb so sexy, weil sie so eine Wege mal aufzeigen. Und ich hätte das wirklich vor 2 Jahren nicht gedacht, dass man davon leben kann. Das überrascht mich total. Und auch, mich überrascht noch was anderes, nämlich, dass das in Deutschland so gut funktioniert, irgendwie bei den merkwürdigen Deutschen. Und
anderswo in Europa längst nicht so. Das müsste mal jemand soziologisch untersuchen. Also ich möchte mich erstmal bei Constanze bedanken, nämlich dafür, dass als eines der ganz wenigen deutschen Bücher, die nicht irgendein zusammenkopierter Quatsch sind in der Kindle-Version, dass das Buch dort erhältlich ist, wie auch immer ihr das mit eurem Verlag ausgehandelt habt. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es Absicht ist oder nicht. Ich fand das ein sehr schönes Beispiel, weil ich habe den Tag heute hier genutzt, weil ich, sorry, diese ganzen Diskussionen nicht mehr hören kann. Ich kann sie wirklich einfach nicht mehr hören. Wir haben 2011 und ich kann nicht Dinge mit einem Klick runterladen. Ich bezahle dafür gerne vernünftige Preise. Ja? Und aus einem Solidaritätsgedanken bin ich auch für eine Kulturflatrate, auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, sorry, für das, was eure Künstler machen, möchte ich gar nicht bezahlen. Ich möchte dafür nicht bezahlen und ich finde es auch gut, dass ich dafür nicht bezahlen muss. Deswegen bin ich natürlich eigentlich gegen eine Kulturflatrate aus einem ästhetischen Anspruch heraus. Aus einem solidarischen Gesellschaftsanspruch heraus finde ich das total gut, finde das toll, in den Topf einzuzahlen, wenn die Künstler davon profitieren, wenn auch ein Verwerter was abbekommt. Bin ich beim nächsten Beispiel, bin ich bei Amazon. Da kann man sich über ganz viele Dinge streiten. Da kann man sagen, ach, die armen kleinen Buchhändler, die kaputt gehen. Und der aktuelle Streit mit Diogenes jetzt gerade. Ja, die Buchhändler würden viel mehr dafür tun, als Amazon dafür jemals getan hat. Völliger Bullshit. Ich sitze hier und habe mir vorhin zwei Bücher gekauft, während ich hier bin. Ja, das kann ich nicht machen. Erstens, weil sie sofort verfügbar waren. Zweitens, weil ich sie sofort runterladen konnte. Da hat Amazon viel mehr dafür getan, als jeder Buchhändler jemals tun kann, selbst wenn er wollte. Und ich persönlich habe zum Beispiel zwei Buchhändlerinnen durch günstigen Arbeitsplatz die Möglichkeit gegeben, einen Laden zu entwickeln, als sie den Laden noch nicht hatten. Ich finde es gut, dass es Buchläden gibt. Ich gehe da auch gerne hin, wenn ich in der Nähe bin, kaufe da auch mal ein Buch. Aber Amazon liefert mir ein Buch, wenn ich es lesen will, nicht weil es so ist wie eine Tasse Kaffee trinken. Ja, da gibt es auch den Kaffeeautomaten, wo ich einen billigen Filterkaffee sofort kriege. Und es gibt auch das sehr teure Restaurant, wo ich einen sehr teuren und einen sehr guten Kaffee kriegen kann. Also ich muss nicht alles über einen Kamm scheren, aber der wesentliche Punkt ist, die Digitalisierung ermöglicht es, dass der Verwerter ausgeschaltet werden kann an so einer Stelle, wenn die Erschaffer sich zusammenschließen. Das sollen sie gerne tun. Und dann sollen sie gerne faire Preise bezahlen. Sie sollen Preise dafür bezahlen, dass Werbung gemacht wird. Sie sollen Preise dafür bezahlen, dass Lektorat gemacht wird. Sie sollen Preise dafür bezahlen, dass technische Dienstleistungen erbracht werden, die sie vielleicht nicht selber erbringen können und so weiter und so fort. Aber diese ganze Diskussion zu sagen, wir brauchen die Verwerter, weil sonst die armen Künstler nicht leben können, die finde ich völlig albern im Jahr 2011 in einer Situation, wo ich im iTunes Store keine Filme ausleihen kann zu vernünftigen Preisen, wo ich bei Amazon im Kindle Shop keine deutschen Bücher kriege, über Buchpreisbindung rede ich an der Stelle noch nicht mal und wo ich auch unterschiedliche Shopsysteme habe und ein Album, was in den USA heute rausgekommen ist, in Deutschland nicht mal vorbestellen kann. Also die Diskussion finde ich langweilig. Ganz ehrlich, 2011 müssen wir darüber nicht mehr reden, sondern wir können darüber reden, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben, wo Künstler davon leben können, wenn Leute sie bezahlen wollen. Danke. Guck jetzt mal nach vorne zu der. Wollt ihr erstmal reagieren? Nee, glaub, ansonsten habe ich noch eine Frage aus dem Publikum. Ich glaube, der okay. VUT möchte noch mal kurz. Das wird für mich die Moderation mit dem höchsten Kilokalorienverbrauch. Also zwei Sachen. Erstens vertreten wir zu 35% Künstler, die sich selbst vermarkten. Die werden dann halt leider auch zu Unternehmen. So ist das, aber das sind Künstler. Ich bin mir relativ sicher, dass du relativ viel von denen auch hörst. Das sind nämlich fast alle Künstler, die im Musikbereich unterwegs sind in Deutschland. Und zweitens gibt es das One-Click-System doch. Wenn du auf Amazon ein Buch kaufen kannst, kannst du genauso gut mit One-Click auf Amazon ein MP3 kaufen, die mittlerweile auch zum Radio Street Day verfügbar sind. Das heißt, wenn du das Ding das erste Mal im Radio hörst, vorher kannst du es nicht hören, da liegt es im Giftschrank bei irgendjemandem als Master oder Mastering-Studio, kannst du das Ding auch kaufen. Ich verstehe die Aufregung gar nicht. Also ich fand jetzt ganz wichtig an dem Beitrag eben dieses über einen Kamm scheren. Das ist nämlich der große Systemfehler, den dieses ganze Aushandlungssystem, welche Rechte hat wer, wie lange und so weiter hat. Denn es wird quasi im Sinne einer bestimmten Gruppe, die auch nicht, also die wirklich davon leben muss, die das nicht als Hobby betreibt, wird ein System in einer bestimmten Weise ausgestaltet. Und der Kollateralschaden trifft aber alle, die irgendwie, also die Wissenschaftler genauso, wie die, die es hobbymäßig machen, wie die, die in einem völlig anderen Kontext leben, die werden sozusagen von einem System erschlagen, weil das System eben aus einer Zeit stammt, wo es quasi nur ein Modell gab. So, heute haben wir halt viel mehr Modelle und das System müsste im Grunde flexibler sein und sich an, also nicht alles über einen Kamm scheren. Und da müssen wir im Grunde mal grundsätzlich von runterkommen. Das ist ja sehr schön. Ich habe noch eine Meldung im Publikum, dann würde ich gerne zur Abschlussrunde kommen.
Naja, also, okay. Das ist hier sozusagen freie Entscheidung. Ja, wir haben die Debatte immer geführt von Anbieterseite und da gibt es ja viel Bedarf, neue Systeme zu erstellen. Und von da hinten kam jetzt dankbarerweise meine Meinung von der Rezipientenseite. Wir haben das bisher zu wenig beleuchtet, ne? Also uns geht es, wir haben innerlich schon das mitgedacht, dass der Rezipient freiheitlich sich im Netz bewegen will, seine individuellen Wünsche erfüllt wissen will und vielleicht im besten Falle auch individuell mit seinem Lieblingskünstler direkt in Kontakt treten will und ihn direkt bezahlen will. Also eben nicht über einen Kamm geschert, ne? Also den Trash will ich auch nicht haben, den mir alle Verwerter hier anbieten und Flatrate bei Spotify und so weiter hin oder her. Aber wie kann man den Nutzer enablen, erstens freiheitlich zu entscheiden, was er da konsumiert und möglicherweise die Systeme mitbestimmen. Also darauf nochmal so einen Fokus zu legen, dafür wäre ich dankbar. Danke, für die Frage bin ich auch dankbar. Da kann ich direkt anschließen. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit sozusagen über den Ursprung von kreativen Gütern gesprochen und wir sind noch nicht so richtig sozusagen bei den neuen Dienstleistern wie zum Beispiel Google oder Facebook oder so gewesen. Die Konstanze hat es nicht mehr geschafft zu antworten. Vorhin, die Frage war ja schon mal da. Ich will das bloß noch mal ganz kurz aufgreifen, weil im CoLab-Bericht ja ziemlich interessante 3 Szenarien aufgeführt sind, in die Richtung, in welche Richtung das gehen könnte. Also die eine Richtung sozusagen ist eine eher freie Wirtschaft, die auf Modellen eben wie Flatter basiert. Und die andere Richtung ist das Modell, was wir kennen, nämlich Verknappung von eigentlich nicht knappen Gütern. Und das dritte Modell sozusagen sind Micropayment-Geschichten, also sozusagen, wo der eigentliche Nutzungsvorgang auch direkt mit einem Bezahlvorgang einhergeht. Interessant ist, finde ich, welches Modell dort nicht mehr auftaucht, nämlich das heutige. Nämlich das Modell, werbefinanzierte Internetdienstleistungen anzubieten. Dieses Modell gibt es zumindest beim CoLab nicht mehr. Und das finde ich eine spannende Frage. Was ist eigentlich mit dem Prozess, den wir derzeit erleben? Nämlich, dass sozusagen die individuelle Kommunikation der User, das hat ja Robert Miesig vorhin auch angesprochen, dass Google, Facebook und so weiter brauchen ihre User, weil das sozusagen, deren Lebensäußerungen sind das, wovon sie leben. Wie soll das in Zukunft sein? In welche Richtung geht das? Also werden wir eher eine Verschärfung dieses Trends erleben, dass private Daten kommerzialisiert werden? Oder werden wir möglicherweise, weil wir den Switch hinkriegen zu neuen Modellen, neuen Vergütungsmodellen im Netz, möglicherweise irgendwann da rauskommen und nach dem, was vielleicht auch Konstanze immer predigt, zu sagen, die Leute müssen wieder die Verfügung über ihre privaten Daten kriegen und können sich dann per Micropayment zum Beispiel selber entscheiden, was sie im Netz haben wollen und was nicht. Super, danke. Dann sind wir ja doch noch an einer Ausgangsfrage angekommen. Darf ich dazu kurz was sagen? Kurz eine Einschätzung dazu. Ich glaube, wir werden eine Verschärfung erleben von dem, was du meinst. Also dieser Kampf um die Daten und wer hat die besten und die teuersten Daten der Nutzer, weil einfach der Werbemarkt oder das, was man über Werbung finanzieren kann, irgendwann an eine Grenze stoßen wird und es zum Teil schon heute tut in bestimmten Bereichen. Und wenn diese Grenze erreicht wird, dann geht es halt gegeneinander los. Dann werden halt die sich immer auf einen Wachstumsmarkt gestützt haben, werden dann anfangen, sich gegenseitig zu versuchen, zur Seite zu drängen, wie es in einem Wettbewerb eben so ist. Und das wird natürlich einen hohen Druck auf die Qualität der Nutzerdaten setzen. Und deswegen wird das, glaube ich, sich verschärfen. Also das ist, glaube ich, ganz klar. Und ich glaube auch, dass der Werbeansatz eben wirklich eine Grenze hat. Und diese Grenze reicht nicht aus, um die gesamte Kreativwirtschaft zu finanzieren. Ganz bestimmt nicht. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hatte das schon in der Vorbereitung auch gesehen. Es ist gut, dass das jetzt nochmal angesprochen wird. Also es ist nicht so, dass wir das ganz ausgeschlossen haben, sondern wir haben ja 3 Modelle gemacht. Und ich glaube im Nachhinein, wir hatten Flatter damals nicht vor Augen. Das wäre wahrscheinlich dann die Möglichkeit gewesen, diesen dritten Teil, der in dem Modell drin ist, aufzuteilen, eben einmal in so eine Art quersubventionierte oder ein Quergeschäftsmodell, wo werbefinanziert ist oder anderweitig die Finanzierung reinkommt, Sachen, die wie Wikipedia hauptsächlich freiwillig zusammengetragen werden und Modellen, wo eben wie bei Flatter sozusagen ein Kollektivpool angelegt wird und so das ein Verteilungsmechanismus reinkommt. Also es ist durchaus noch mitgedacht, es ist Teil dieses sehr breiten Modells und wird einfach nur nicht explizit angesprochen.
Ich würde dem John da absolut recht geben, dass Werbefinanzierung natürlich nur eine von den verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten sein kann, was ja eben auch so ein bisschen, glaube ich, in dem Modell, was wir Kultur-Flatrate genannt haben, mit drinsteckt, wenn das exklusives Modell ist. Und dann funktioniert es natürlich besonders gut, ne? Wenn man sagt, alle müssen es so machen, dann kommt man in ganz verschiedene andere Probleme und hat wieder ein neues System, was das einzige System ist und dann wieder spezielle Probleme hat. Insofern ist, glaube ich, dieser Mix, den wir momentan sehen und der Wettkampf um die effektivsten Systeme gar nicht so die schlechteste Sache. Ja, danke für die gute Frage. Ich würde da jetzt mal unabhängig vom Collaboratory darauf antworten wollen. Ich habe mich in den letzten anderthalb, zwei Jahren intensiv mit Google Books beschäftigt. Und zwar, weil mir klar wurde, als ich mir dieses Modell und auch diese Vertragsentwürfe, als ich mir die näher anguckte, dass da ein Wirtschaftsmodell drin steckt, das in dieser Form verallgemeinert werden könnte und sozusagen fast ein Paradigmenwechsel in der Vermarktung digitaler Güter da im Kern drin steckt und dass das wirklich einer scharfen Kritik bedarf. Und was mir da jetzt im Einzelnen klar wurde, war, dass aus Büchern und Musik Dienstleistungen werden durch Lizenzverträge und diese Lizenzen gerade darauf abstellen, den Bereich zu vermarkten, der bisher eigentlich durch das Erschöpfungsprinzip im Urheberrecht privat war. Was wir mit Büchern machen, die wir gekauft haben, ist ja eigentlich unsere Angelegenheit. Da sagt das Urheberrecht nicht mehr viel dazu, es sei denn, wir wollen daraus selber wieder was Kommerzielles erzeugen. Und durch Lizenzverträge wird gerade dieser Post-Purchase-Bereich, der wird vermarktet, indem spezifiziert wird, was man damit machen darf und was nicht. Die Beziehung zwischen Verkäufer und Käufer wird auf Dauer gestellt und die Lizenzverträge regeln, was wir da im Einzelnen tun dürfen und was das dann kostet. Insofern diese Datendimension daran hat nicht nur was mit Werbung zu tun, sondern auch mit einem neuen Regime, das darauf abstellt, das Nutzungsverhalten der Individuen bis ins Einzelne zu kontrollieren und zu überwachen. Das ist das Problem, was ich bei Google Books sehe, diese Überwachungsdimension, die da drin steckt und die man sich bei allen anderen Lizenzverträgen, die sich da in Zukunft noch entwickeln mögen, Lizenzmodellen, die in ähnlicher Form da sein könnten. Wenn da gesagt wird, man darf 5 Seiten ausdrucken, aber nicht 10, dann muss der Verkäufer wissen, wie viele Seiten ich wann ausgedruckt habe. Oder wenn ich umsonst auf ein Buch zugreifen darf und nur 20% insgesamt dieses Buchs umsonst sehen darf, dann müssen alle meine Daten dauerhaft gespeichert werden, damit ich nicht mehr davon zu sehen kriege. Und dieses Regeldickicht, das da entsteht, jetzt mit Google Books als Beispiel, aber durchaus vorstellbar für andere Modelle, das verändert das ganze Nutzungs- und Verkaufsverhalten und produziert einen Datenhaufen, den wir uns heute kaum vorstellen können. Ich fand die Frage von Tobias natürlich auch sehr schön. Ich finde jetzt schade, dass wir nicht auf den Punkt kommen, aber ich glaube, wir haben hier eigentlich so zu den Urheberrechtsfragen und Zukunft des Urheberrechts dafür intensiver reden können, dass wir jetzt diesen anderen Teil im Prinzip weglassen. Und aus meiner Sicht, wenn man auf die Frage, wem gehört das Netz in Fragen des Contents kommt, ist die Antwort eigentlich auch denkbar einfach. Also der Content gehört den Werbeplattformen wie Google und Facebook und wie sie alle heißen, wo man die hochlädt, dann kann man ja schließlich in den Nutzungsbedingungen auch nachlesen. Und ich finde natürlich die Idee total charmant zu sagen, es ist halt ein Modell von gestern. Aus meiner Sicht war Facebook und ist auch vor allem Google Plus, das sieht man ja relativ deutlich, wenn man mal guckt, wer sich da so in den Circles kringelt. Der hippe Shit von gestern, das haben nur noch nicht alle gemerkt. Also da können wir uns auf einigen, Tobias. Ich finde, dass dieser letzte Satz eigentlich auch so ein Abschluss sein könnte. Ich weiß, dass die Debatten natürlich vieles aufgerissen haben und dem soll ja auch so eine Konferenz dienen. Es ist ja die zweite Konferenz, die wir dazu gemacht haben. Die erste nannte sich noch Wem gehört Wissen.
Und ich würde alle einladen, gern auch danach an der Diskussion weiter teilzunehmen im Netz, wie auch eine unserer nächsten Konferenzen wieder zu besuchen. Dass die spannende Frage, wie geht man mit den großen Datensammlern um, jetzt zurückgestellt wurde, das fand ich jetzt insofern okay, weil man natürlich durchaus ein Thema konzentrierter durchdeklinieren sollte und nicht einfach springen sollte. Insofern bitte ich darum um Verständnis. Dann bedanke ich mich bei euch für die Diskussion. Ich bin ein bisschen gelaufen, das war auch okay und nett. Wir als Bundestagsfraktion und die Rosa-Luxemburg-Stiftung sind für Anregungen, kritische Begleitung immer dankbar. Und wir laden alle ein, unten noch ein bisschen miteinander zu diskutieren. Es gibt wohl Grillette, sowohl als Gemüse als auch als Fleisch. Und ansonsten ein schönes Wochenende noch. Danke. Ciao.